Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro, unter anderem mit dem Kreativ-Ecke 1400 für aktuell 1249 Euro und den Kreativ-Ecke 2000 für aktuell 1799 Euro. Kurz vorweg, etwas in eigener Sache. Ich habe in meinem Community-Bereich auf meinem Kanal eine Umfrage gestartet und zwar eure Meinung zählt. Von mir konfigurierte Gaming-PCs über Krotus Computer anbieten. Zuerst mal, wie ist das Ganze zustande gekommen? Es ist so, ich habe ein Video gemacht über Krotus Computer. Da war auch noch ein PC von Hardware-Rad mit dabei. Da war der von Hardware-Rad sogar noch ein bisschen günstiger als der von Krotus. Der war preislich jetzt nicht schlecht, aber es ging halt günstiger. Und aufgrund dessen hat mich dann der Christian angeschrieben von Krotus, der Geschäftsführer, und meinte so, ey, hättest du nicht Bock, mit uns eventuell eine Partnerschaft einzugehen, dass wir dann Systeme, die du selber konfigurierst, mit allen Komponenten, die du dir selber auswählst, bei uns dann sozusagen anzubieten, und dann muss man einen Preispunkt finden und so weiter. Und aufgrund dessen dachte ich mir dann so, komm, dann machst du mal eine Umfrage und fragst die Community. Die ist relativ eindeutig ausgegangen mit 79% zu 21% Nein. Es gab auch ein paar Kommentare und so weiter. Es ist einfach so, wenn ich so eine Partnerschaft machen würde, würde das irgendwo meine Glaubwürdigkeit nehmen. Ich kann nicht hergehen und dann zum Beispiel Krotus loben und dann Dubaro schimpfen oder Agando loben und dann Krotus schimpfen und so. Das funktioniert dann nicht mehr. Ich wäre dann nicht mehr so unabhängig, wie ich es jetzt bin. Deswegen, auch wenn das Ergebnis hier relativ eindeutig ist, das ist kein Disrespect gegenüber der Community, ich mache es trotzdem nicht. Ich wollte einfach mal wissen, wie werdet ihr darauf reagieren? Und da haben wir jetzt das Ergebnis, ja, ihr wärt damit einverstanden gewesen, zu 4/5, ja, aber, na, nee, ich mach's nicht. Ich mach's wirklich nicht. Was wir aber machen, das wurde mir angeboten, die schicken mir ein System zu und dann kann ich das bewerten. Dann zeige ich euch auch richtige FPS-Tests und zeige ich euch das Kabelmanagement, die Komponenten und so weiter, was dann auch keine Werbung ist in dem Sinne, was ich auch nicht kennzeichnen muss. Es ist einfach nur so, die stellen mir das Ding dahin, ich schicke es wieder zurück und bewerte das dann. Ich suche mir den aus. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass er sagt, hier, guck dir mal den an, weil der gerade preislich gut ist, sondern ich suche mir einen aus und sage auch das, was ich immer sage dazu, nur halt mit schönen Shots und so weiter, dass ihr wirklich seht, was drin verbaut. Wir haben ja manchmal so die Thematik, dann steht da 16 GB RAM, man weiß nicht von wem, man weiß nicht, welche Taktung und sowas, sowas soll dann da nicht vorkommen, da kann ich genau sagen, was drin ist. Klar, bei den Grafikkarten wird es trotzdem so sein, dass die hier und da mal Komponenten haben, die jetzt gerade nicht verfügbar sind. Sage ich mal, ich kriege jetzt einen PC mit einer MSI, da kann auch dann eine Palit-Grafikkarte oder so drin sein. Ne? Also da braucht er mich nicht drauf festnageln. Das werden wir jetzt auf jeden Fall in Zukunft mal irgendwann so machen. Und ihr habt es im Titel schon gesehen, es gab ein kleines Interview mit Kreativecke und das werde ich auch gleich dann nach diesen beiden PCs noch zeigen. Das bezieht sich auch zum Teil auf diese PCs, auch teilweise allgemeine Fragen, wie kommen diese Preise und so weiter zustande. Bleibt ruhig dran oder skippt das Ganze, falls ihr euch für die PCs nicht interessiert und schaut euch das Interview ruhig an. Ist sehr interessant. Damit können wir auch mit dem Thema aufräumen, dass wir beide irgendwie Beef hätten. Es ist ja bei einigen noch so hängen geblieben, dass Kreativecke und ich so ein bisschen gebettelt haben. Ja, stimmt auch. Da hat sich aber alles geklärt, alles in Ordnung. Wir kommen jetzt mal zu diesen PCs. Wir starten jetzt mal mit dem Kreativecke 1400. Es kann auch gut sein, dass das Systeme sind, die ich schon mal hatte. Jetzt sind die Preislagen aber anders, deswegen gehen wir das Ganze jetzt nochmal durch. Wie immer das Bild, ist es nur das Gehäusebild, kein Schickimicki-Bling-Bling da drin oder irgendwelche Hardware, die nicht verbaut ist. Das passt, das gefällt mir auch sehr gut. Also nicht das Gehäuse, es gefällt mir sehr gut, dass die jetzt nicht irgendwie Bling-Bling oder so drin verbauen, was nicht drin ist. Versteht mich da nicht falsch. Wir haben den AMD Ryzen 5 5600X, 6x3,7 GHz, 4,6 GHz Turbo. Das ist zum Zocken ein sehr guter Prozessor. Zum Streamen sage ich immer wieder, auch für die Neuen jetzt hier auf dem Kanal, nehmt lieber einen 8-Kerner, wie den 5800X, den ich auch gleich noch zeigen werde. Hier ist es jetzt ein 6-Kerner, 12 Threads zum Zocken, super geeignet, TDP von 65 Watt, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM und der kostet 225 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir den CosmoCool LC-CC120. Das ist nicht der Stocklüfter. Und das ist auch gut so. Es ist nur ein LC-Power, ja, ich weiß. Aber der hat eine TDP von 180 Watt. Das heißt, der wird mit diesem Prozessor spielen fertig. Selbst wenn ihr irgendwie in einer Dachgeschosswohnung wohnt, wo 30 Grad im Sommer sind. Klar, Temperaturen sind da nicht so geil. Aber er kommt damit klar, das passt soweit. Und er kostet 21,92 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte B550 Gaming XV2. Es ist kein Micro-ATX. Dankeschön, ich mag ja Full-ATX. Klar, es ist im B550-Bereich irgendwo ein Einsteiger-Mainboard. Ja, es gibt danach noch Aorus, Aorus Pro, wie sie alle heißen. Das ist aber immerhin Full ATX, das heißt Erweiterbarkeit ist gegeben. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier vorne kommt die Grafikkarte rein. Hier könnt ihr eine M.2 SSD einbauen, genauso wie hier unten. Und die Slots könnt ihr noch zum Erweitern nehmen, wie zum Beispiel für eine Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, HDMI und DVI werdet ihr nicht benutzen können, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr benutzt ja sowieso die Grafikkarte dann, um dann Bildausgabe zu haben. Zweimal USB 2.0 und P-2 werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Auch wenn hier Maus und Tastatur drauf abgebildet sind, das
ist eher so für ältere Komponenten gedacht, beziehungsweise ältere Peripherie. Ja, also die haben noch diesen alten PS2-Stecker, aber den benutzt heute eigentlich keiner mehr. Jetzt schließt meistens alles über USB an. Ist ein grundsolides Board, kann ich nicht meckern, vor allen Dingen bei dem Preispunkt ist das noch okay. Und das kostet 106,77 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB AMD RX 6700 XT beliebiger Hersteller. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was es genau ist. Es kann eine MSI sein, eine Asus, eine Zotac. Wir nehmen jetzt die PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound. Die tun sich alle nicht sonderlich viel. Die einen sind ein bisschen übertaktet, da braucht man aber nicht drüber reden. Haben andere Kühllösungen. Die hat technisch genau die gleichen Daten. Ist eine gute Karte, könnt ihr AAA-Titel mitspielen. Klar, ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr 4K und dann volle Möhre auf Ultra ballern und das läuft. Nein. Für WQAD-Gaming mit annehmbaren FPS auf jeden Fall super geeignet. Habe ich selber auch die Karte in meinem System. Den passenden FPS-Test dazu schreibe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung mit rein. Zu dem PC, das ist direkt der nächste Link dann. Und die kostet aktuell 699 € bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB, 2x 8 GB, also Dual-Channel, sehr wichtig. G-Skill Ripjaws 5 DDR4 3600 MHz. Endlich kein 3200 MHz mehr und endlich kein Aegis mehr. Die Ripjaws sind in Ordnung. Ich reg mich immer nur über die Aegis auf, weil die sehr oft kaputt gehen. Die Ripjaws habe ich noch nichts Schlechtes drüber gehört. Dual Channel 16 GB in der Preisklasse völlig in Ordnung und es sind 3600 MHz. Nicht 3200, wie es der Prozessor offiziell unterstützt. Sogar ist noch ein bisschen, ich sag mal, übertaktet. Ihr habt da ein paar FPS mehr. Finde ich sehr gut, weil der Preispunkt zwischen 3200 MHz und 3600 MHz sind halt einfach nur irgendwie 10 €. Und die paar FPS kann man ruhig dann auch mitnehmen. Das ist soweit in Ordnung. Hat natürlich keine RGB-Beleuchtung. Wer es dezent mag, ist damit gut beraten. Ansonsten nehmt ihr halt die Corsair RGB Vengeance. Das passt dann schon. Und der kostet 70,90 € bei Computer Universe. Als Festplatte haben wir eine 500 GB MSI M390 Spatium M.2 PCI Express SSD. Die hat eine Lese- und Schreibrate von 3300 MB die Sekunde und 2300 MB die Sekunde. Die ist schon ein bisschen schneller als die normalen. Die haben ja meistens so 2400 MB die Sekunde, zumindest im Lesen. Die ist okay. 500 GB ist in der Preisklasse echt ein bisschen wenig. Ihr solltet echt aufrüsten. Also nehmt einen Terabyte mit. Da kommen wir auch gleich im Interview nochmal zu. 500 GB, da werden die meisten nicht mit klarkommen. Wenn ihr jetzt natürlich nur Counter-Strike oder Fortnite oder Valorant und so zockt, dann ist das okay. Aber Ark Survival Evolved zum Beispiel nimmt so 300 bis 400 GB. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Kommentar, der meinte mit allen DLC, Add-ons und Mods 440 GB. Also überlegt euch das, nehmt am besten noch eine größere SSD oder eben noch eine HDD dabei. Ich finde es echt ein bisschen mager. Und die kostet 68,97 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein 700 Watt Be Quiet Pure Power 11. 700 Watt in dem Preispunkt völlig in Ordnung, auch für die Hardware, die drin ist. Ihr könnt hinterher sogar noch eine größere Grafikkarte reinpacken, eine 3070 Ti, eventuell sogar eine 3080, aber da wird es dann irgendwann schon eng. Da solltet ihr dann später vielleicht ein größeres nehmen. Für den PC reicht es aber völlig aus. Ist leider nicht modular. Kommt ihr irgendwann auf die Idee zu erweitern, beziehungsweise das System auseinanderzuschrauben, irgendwo anders reinzupacken, ist das mit den Kabeln immer so ein Thema. Ich wäre lieber auf ein modulares gegangen. Für einen Fertig-PC reicht das erstmal aus. Hat 5 Jahre Herstellergarantie, das ist auch okay und 80 plus Gold zertifiziert. Und das kostet 82,96 € bei Mindfactory. Als Gehäuse haben wir den Silentium PC Ventum VT2TG mit Glasfenster. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ihr habt einen guten Airflow, weil die Front halt Mesh ist. Es sind Lüfter vorinstalliert, unter anderem vorne einer und hinten einer. Das reicht auch für das System erstmal aus, weil das jetzt nicht so krass leistungsstark ist, dass da wirklich eine hohe Abwärme erzeugt wird. Von der Grafikkarte schon, der Prozessor, das geht noch. Ihr werdet damit schon klarkommen. Ihr könnt natürlich auch was Schickeres wechseln, kostet dann natürlich wieder Aufpreis. Zweckmäßig ist es allemal, aber sieht halt auch nach nichts aus. Ne? Ist halt ein schwarzer Kasten mit einer Glasscheibe drin. Es leuchtet eh kaum was in diesem System, höchstens die Grafikkarte. Wir sehen das auch mal öfter bei Hardware-Rad oder so, das Gehäuse. Das ist schon okay. Hier haben wir auch gerade den Punkt. Es kostet 49,99 € bei Hardware-Rad. Sehr gut. Ich hatte das echt nicht nachgeguckt, ne? Ich weiß nur, dass er es halt oft hat und naja, gut, okay. Betriebssystem ist wie immer optional erhältlich, ist also ziemlich bei jedem Dubaro-System so. Könnt ihr euch den Key auch bei meinem Partner kaufen und dann eben mit dem USB-Stick selber installieren. Wer weitere Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben oder auf Discord, wenn ihr nicht genau wisst, wie das geht. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall, kein Pickup und Return. Das heißt, ihr kriegt einen Retourenschein, wenn ihr Glück habt und ihr erwischt den Postboten, nimmt er das mit, ansonsten dürft ihr das System zur Post schleppen. Ist halt einfach so. Andere Anbieter geben 3 Jahre. 2 Jahre ist so der Grundsatz. Das sollte auch schon sein. Ich hätte mir etwas mehr gewünscht, aber das kostet, wie gesagt, 50 € Aufpreis. Könnt ihr auch noch mitnehmen. Ich habe es jetzt halt schon öfter gesehen mit den 3 Jahren. Ist aber okay. Das sind die Anschlüsse, da brauche ich nicht mehr drauf eingehen. Bullguard, Internet Security könnt ihr einfach wegschmeißen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.325,51 €. Das System soll kosten 1.249 €. Das heißt für euch, ihr seid 75 € günstiger als Selbstbau und das System ist von der Konfiguration her okay.
Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, mit diesem Geizhalspreis rechnet von 1325 und ihr habt eh vor, das ungefähr so auszugeben, dann packt euch eine größere SSD rein. Wirklich 500 GB, das ist nichts. Der Rest ist okay. Und das ist erweiterbar. Ihr könnt hinterher noch RAM erweitern und so. Das Gehäuse lässt sich drüber streiten, könnt ihr auch oben modeln, dann kostet es aber auch wieder ein bisschen mehr, klar. Konfigurationstechnisch ist es echt in Ordnung. Für den Preis, günstiger als Selbstbau, kann nicht jeder von sich behaupten. Ich sag ja teilweise, Differenz, sag ich mal, mit Mindfactory, da habt ihr dann 150 Euro fürs Zusammenbauen. Wenn ein System da ist, was 200 Euro über Selbstbau ist, ist es auch noch okay. Das hier ist sogar drunter. Ist gut, ist völlig in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu dem etwas teureren, das ist der Kreativ-Ecke 2000. Der kostet aktuell 1799 Euro. Das Bild, wie immer, nur das Gehäuse, kennen wir mittlerweile schon von Dubaro, also völlig okay. Als Prozessor haben wir hier allerdings den AMD Ryzen 7 5800X. Hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 105 Watt und unterstützt auch offiziell 3200 MHz RAM. Den habe ich auch, den Prozessor. Ich sag's immer wieder in den Videos. Ist ein guter Prozessor, zum Rendern geeignet, zum Streamen geeignet, völlig in Ordnung. Klar, es gibt stärkere, 5950X, bei Intel, die 12er Generation sowieso. Aber der ist schon völlig in Ordnung, also zum Streamen und Zocken reicht der dicke. Und der kostet 328 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler haben wir die Corsair Hydro IQ H100i RGB Pro XT. Ja, ist eine 240er Wasserkühlung. Die ist in Ordnung, qualitativ auch. Ich habe die auch schon mal verbaut, das geht schon klar. Ich hätte mir bei dem Prozessor auf jeden Fall eine 360er gewünscht. 240 finde ich ein bisschen schwierig. Es kommt immer darauf an, habt ihr jetzt eine Dachgeschosswohnung. Da wird es warm drin. Und ihr rendert irgendwas über den Prozessor, weil ihr vielleicht Videoschnitt oder ähnliches machen wollt. Dann wird der schon gut warm. Ich würde eine 360er nehmen. Vielleicht müsst ihr das Gehäuse auch noch anpassen dafür, aber 240 ist okay für den normalen Gamer, der einigermaßen gute Temperaturen in der Umgebung hat, in den Räumen. Sobald es bei euch ein bisschen wärmer ist irgendwie, weil ihr eben Dachgeschoss seid, ich hatte früher selber eine Dachgeschosswohnung, deswegen sage ich so oft, überlegt vielleicht eine 360er zu nehmen. Ansonsten hat die noch dezente RGB-Beleuchtung, sonst ist das soweit okay, 5 Jahre Garantie und die kostet 117,62 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard, das ist das gleiche wie bei dem anderen PC. Ich hätte mir vielleicht sogar eine Aorus Elite oder Aorus Pro gewünscht, wenn es schon Gigabyte sein muss. Hab dann noch dezente RGB-Beleuchtung dann drin und so, mehr USB-Anschlüsse, das wäre schon ganz nice gewesen. Da haben sie eindeutig ein bisschen gespart, aber es ist kein Micro-ATX, immerhin, das ist okay. Als Grafikkarte haben wir hier 16 GB AMD Radeon RX 6800 XT. Das ist sozusagen schon eine Stufe höher über der 6700er, mit der könnt ihr schon eher gut zocken. Sagen wir mal, ihr würdet WQAD zocken und dann vielleicht Cyberpunk, das kriegt ihr auf jeden Fall gut hingerotzt zu ordentlichen FPS. Danach kommt noch die 6900 XT von Nvidia, gibt es da auch noch ein paar Gegenbeispiele, aber die ist erstmal okay. Hat eine TDP von 300 Watt, was ganz schön ordentlich ist, aber das Netzteil, was hier verbaut ist, kommt damit auch noch klar. Ich habe jetzt auch einfach die Red Dragon genommen, weil das die günstigste war. Es kann auch eine MSI oder eine Asus-Karte sein, wie bei dem anderen System auch. Nagelt mich da bitte nicht drauf fest. FPS-Test gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1089 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB, 2x8 GB DDR4, Corsair, 3600 MHz Vengeance RGB Pro SL. Das sind in dem Fall RGB-beleuchtete RAM-Riegel. Das heißt, ihr habt auch noch was davon, was das Gehäuse angeht. So optisch sieht das ganz gut aus, lässt sich mit IQ steuern. Genauso wie die Lüfter von dem Gehäuse auch. Das ist ja alles so ein Corsair-Ökosystem, sage ich dann, wenn der RAM und die Lüfter zumindest und das Gehäuse davon sind. 16 GB ist noch in Ordnung in dem Preisbereich. Ich gehe da meistens schon auf 32 GB, einfach nur, um auch zukunftssicher zu sein, auch beim Stream. Kommt nur darauf an, wie ihr die Einstellungen habt, kann das locker mal den Speicher füllen. Und vor allen Dingen, da dieses System auch zum Stream mehr oder weniger ausgelegt ist, wegen dem Prozessor und der Grafikkarte, hätte ich mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Preislich war es mit Sicherheit nicht mehr drin. Sehen wir auch gleich beim Warenkorb. Vielleicht rüstet ihr da selber auf. Ist nur ein Tipp von mir. Hat auch 3600 MHz, entspricht also mehr als der Spezifikation von AMD und kostet 81,87 Euro bei Mindfactory. Als Festplatte haben wir eine 1 TB Samsung PM9A1 M.2 PCI Express SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit 5100 MB die Sekunde. Das ist jenseits von Gut und Böse. Die ist so schnell, eine PCI Express 4.0 SSD. Ich sag mal, leider nur 1 TB. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht da auch, weil der Preispunkt ja auch wieder ein bisschen was anderes ist. Vielleicht eine langsamere einfach nehmen und dann 2 TB reinfummeln oder irgendwie noch eine HDD dabei. 1 TB ist zwar okay, wie gesagt, ich hätte mir aber mehr gewünscht. Das ist jetzt so eine Sache. Man hätte bei der Lese- und Schreibgeschwindigkeit ein bisschen sparen können quasi, eine günstigere verbauen können, vielleicht wäre da noch Luft gewesen. Es ist halt einfach so, wer braucht eine Lese- und Schreibrate von 7 oder 5 GB die Sekunde? Das ist halt für Leute gedacht, die wirklich jeden Tag Sachen hin und her schaufeln, also Daten und so. Vielleicht auch für Videoschnitt, wobei ich selber sowas auch nicht verwende. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so den großen Umfang hat. Aber ist natürlich cool, dass er drin ist, zulasten natürlich der Kapazität. Und die kostet 131,04 Euro bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein 750 Watt Be Quiet Pure Power 11FM. 750 Watt ist noch okay. Wenn ihr mehr Luft braucht, nehmt ein größeres.
Wenn ihr mal irgendwie mit dem Gedanken spielt, vielleicht schmeiße ich noch einen 5900er Prozessor rein oder vielleicht eine 6900 XT, wäre das vielleicht noch was gewesen, auf 850 Watt oder so zu gehen. Reicht wie gesagt hier völlig aus, ist bequiet, hat 5 Jahre Garantie, Goldzertifizierung, vollmodular, sprich wollt ihr später noch was erweitern, fliegen euch die Kabel nicht so drumrum. Ihr steckt quasi nur die Kabel in das Netzteil rein, die ihr auch wirklich benötigt. Wenn ihr hinterher mit dem Gedanken spielt, ich möchte noch irgendwie eine HDD oder so reinpacken, die Kabel sind ja dabei, die kriegt ihr dann von Dubaro, steckt ihr die einfach dabei und HDD rein, fertig. Ist ganz nice. Und das kostet 99,79 € bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir eine Corsair IQ 4000X RGB schwarz mit Glasfenster. Ja, das ist ein gutes Gehäuse, das ist schon fast so ein bisschen Premium-Segment. Ich würde mal so sagen, alles so ab 100 € ist schon ordentlich. Gilt nicht für alle Hersteller, aber bei Corsair ist das auf jeden Fall so. Der Airflow ist gegeben, ihr habt vorne 3 Lüfter vorinstalliert, die auch noch RGB beleuchtet sind. Die könnt ihr dann über IQ steuern, der RAM ja auch. Das heißt, ihr habt da schön so einen Flow drin. Wenn ihr sagt, ihr wollt alles blau haben oder so einen Farbeffekt, wird das alles auf allen Geräten soweit übernommen, die von Corsair sind. Ihr könnt auch hinterher noch gut die Grafikkarte erweitern. Sagen wir jetzt mal, ihr holt euch irgendwie eine 3090, so eine richtig dicke, packt die da rein, 360 mm, sollte ausreichen auf jeden Fall dafür. Und das kostet 119,90 € bei ProShop. Hier wieder das gleiche, 2 Jahre Garantie, kein Windows und Bullguard Internet Security schmeißen wir wieder in den Müll. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir mal im Gesamtpreis von 2.005,10 €. Das System soll kosten 1.799 €. Wenn ihr ein System sucht, in der Preisspanne bis 1.800 €, holt ihn euch ruhig. Ja, ich habe gesagt, 1 TB SSD ist so eine Sache, ist noch okay. Könnt ihr ja selber dann noch reinkonfigurieren. Die sind ja jetzt nicht festgeschrieben, die Dinger. 16 GB RAM lässt sich drüber streiten, klar. Ansonsten das Mainboard, wenn ihr wollt, packt euch einen Aorus oder so rein. Klar, das kostet alles ein bisschen mehr. Aber ihr habt jetzt gegenüber Selbstbau 200 € sogar gespart. Das heißt, ihr habt sogar noch ein bisschen Luft, wenn man das so rechnen möchte. Ja, also wir sind, wie gesagt, hier bei 2.000 € und hier bei 1.799. Also wenn, sagen wir jetzt mal, es gibt ja Leute, die sagen sich, hey, ich will ein System, das soll 2.000 € kosten. Dann nimmt dieses System, konfiguriert euch vielleicht ein anderes Mainboard rein, vielleicht ein bisschen mehr Speicher und vielleicht sogar noch dann 32 GB anstatt 16 GB RAM, dann ist das okay. Also ich würde es dann so machen. Günstiger kriegt ihr es jetzt aktuell nicht, es sei denn, Agando oder wie die anderen Dinger so heißen, haben noch einen günstigeren Preis, aber das hier ist, glaube ich, nicht so leicht schlagbar. Also beide Systeme sind wirklich interessant, preislich auf jeden Fall. Wenn ihr streamen wollt und so weiter, nehmt den 2000er. Wenn es euch ums reine Zocken geht, nehmt den 1400er, der jetzt gerade für 1249 verfügbar ist. Das ist völlig in Ordnung. Das sind gute Angebote. Wie gesagt, es sind Angebote. Verfügbarkeit, kann ich nichts drüber sagen. Seid am besten schnell. Soll jetzt keine Werbung sein. Ich bin ungepartnert, wie ihr am Anfang ja gehört habt. Nur ist halt wirklich ein gutes Angebot. Konfiguriert hier noch eine größere SSD rein und ist gut. Und wie schon im Titel beschrieben, haben wir jetzt auch Kreativecke hier bei mir im Discord sitzen. Nur mal zur Erklärung, wir hatten, das war am 10.8., hatten wir so eine kleine Auseinandersetzung, da habe ich schon mal Systeme von ihm bewertet. Und das ging dann die ganze Zeit so hin und her und dann wurde sich gebieft, die Communities gegeneinander und so ein Scheiß, das ist alles vorbei. Wir haben ihn jetzt Achtung, hier... Warte, die ganze Zeit hin und her ging das ja nicht. Doch, es ging einmal hin, einmal her und dann nochmal zurück und dann haben wir miteinander gesprochen. Ja. Also, so ehrlich muss man schon sein. Ne? Ja, gut, aber es war halt Twitch, YouTube und dann nochmal Video und ja. So sieht das aus. So, jetzt haben wir ihn allerdings hier sitzen und er kann euch vielleicht noch ein bisschen was zu dem System sagen. Wir haben unter anderem auch die Frage, seit wann er mit Dubaro zusammenarbeitet und wie das zustande gekommen ist. Und da kann er euch jetzt vielleicht ein bisschen was zu sagen. Oh, seit wann ich mit Dubaro... Boah, das ist... Also, ich arbeite jetzt mit Dubaro... Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber mit Sicherheit schon seit 3 Jahren, beziehungsweise 3,5 Jahren wahrscheinlich eher sogar. Also wirklich lange. Da war Dubaro echt noch eine sehr kleine Klitsche. Und bei mir war es ja so, also man denkt immer, die Firmen gehen auf die Creator zu und sagen, ey, mach mal bitte Werbung für uns. Bei mir war das so, ich habe gesehen, Dubaro haben relativ günstige Systeme, die auch gar nicht so schlecht sind. Und da habe ich mir überlegt, da könnte man ja was zusammen machen. Eigentlich war ich nur interessiert an so einem Clevo-Notebook, was ich halt mal testen wollte, wo man halt auch selbst seine eigene CPU und so weiter einbauen kann. Aber da hat sich dann am Ende auch mehr draus entwickelt, sodass wir jetzt auch halt immer so neue Angebote von mir posten, ne? Und wie kommt das dann zustande mit den Configs? Inwieweit hast du da Einfluss drauf? Ich kann tatsächlich sagen, ich will eine Config für, keine Ahnung, so und so viel Euro machen. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel diesen 1800er. Den wolltest du ja angucken, hast du gesagt, ne? Ja, richtig.
Genau, der eigentlich 2000 kostet. Ne? Und dann sage ich, ich will eine Config für 2000 machen. Und dann sagt der Typ von Nubaro, okay, wir gucken uns mal gemeinsam an, was ich alles so habe. Weil die haben natürlich auch nicht immer das alles, was man zum Beispiel so auf Geizhals findet und so weiter und so fort. Und dann versuchen wir natürlich mit den Parts, die die auf Lager haben, so das Bestmögliche zusammenzustellen. Ne? Manchmal kann ich verstehen, wenn zum Beispiel auch Leute sagen, da wäre der und der RAM zum Beispiel eine bessere Alternative oder die und die Wasserkühlung wäre vielleicht die bessere Alternative. Das Problem ist nur, die können sich natürlich nicht jedes Teil einzeln auf Lager legen. Ne? Das ist so ein bisschen für jeden Systemintegrator schwierig und ich glaube, das ist der Punkt, wo man ein bisschen Nachsicht haben muss mit den Systemintegratoren, dass die halt nicht wirklich Zugriff auf alles haben und es kommt auch noch hinzu, dass die oft natürlich auch mit Firmen zusammenarbeiten. Also Nubaro arbeitet zum Beispiel mit Firmen wie MSI zusammen. Und dann kriegen die natürlich bei einer gewissen Abnahmemenge auch einen gewissen Rabatt auf bestimmte Mainboards beispielsweise. Ne? Und das ist dann attraktiv für einen Systemintegrator. Solange das Parts sind, die man vertreten kann, finde ich das auch völlig okay. Ja, das ist in Ordnung. Aber haben die auch schon Teile wegen dir in ihren Bestand aufgenommen? Dass du haben gesagt hast, ich will auch unbedingt dieses Board haben? Bei Boards haben wir es mal versucht. Da scheitert das dann manchmal dran, dass beispielsweise auch Hersteller sagen, ja, wir haben nicht genug oder wir müssen halt gucken, dass wir erstmal unsere Großen versorgen, weil Nubaro ist jetzt auch nicht ein riesen PC-Shop natürlich. Aber beispielsweise gerade mit diesen Corsair IQ-Geschichten, also ich bin ja RGBist. Ein bisschen, ja. Und, und es gibt bestimmte Gehäuse von Corsair, wo ich gesagt habe, ey, die müsst ihr auf jeden Fall im Shop aufnehmen. Und das haben sie dann auch gemacht, ja. Also hast du da schon einen gewissen Einfluss, dass du dann sagen kannst, ich will jetzt schon unbedingt das hier haben und dann versuchen sie es zumindest irgendwie besorgen dann. Auf jeden Fall, klar. Was denkst du denn, ist von deinen ganzen Configs, die du da im Moment so anbietest über Nubaro, so das Beste, wenn man jetzt ein paar Jahre Ruhe haben möchte? Wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe hier einen PC und ich möchte jetzt die nächsten 3-4 Jahre nicht unbedingt aufrüsten, was denkst du, wäre da so der Beste da? Ich finde den, der im Moment im Angebot ist für 1800 mit am besten. Guck mal, du kriegst eine 6800 XT, die ist quasi auf Augenhöhe mit einer RTX 3080. Ne? Und wenn dir Raytracing und so eine Geschichte nicht so wichtig sind, hast du eine Grafikkarte, mit der du lange ausgesorgt hast. Auch der Ryzen 7 5800X ist immer noch eine relevante CPU. Klar, Intel hat jetzt momentan bessere Alternativen, das ist mir auch bewusst, aber da auch wieder Deals mit natürlich den Herstellern. AMD kriegt ganz gut, Nubaro, nicht AMD, Nubaro kriegt ganz gute Preise auf AMD-CPUs beispielsweise. Gut, was man vielleicht irgendwann mal nachrüsten müsste bei dem System, wäre vielleicht der RAM. Wobei 16 GB aktuell für Gaming für alles ausreichend ist. Aber sonst finde ich, ist das ein System, wo man für viele Jahre Ruhe hat. Wenn man sagt, man braucht unbedingt mehr, dann könnte man sich auch mal den sogenannten Kreativhack 3000, der momentan 2499 kostet, angucken. Da ist dann eine 6900 XT und 32 GB RAM drin. Aber sonst, guck mal, 2000 Euro ist natürlich auch viel Geld, ja, aber ich bin der Meinung, damit hat man einige Jahre Ruhe doch, ja. Ja, ich denke auch, dass das zum Stream zum Beispiel auch ausreicht. Viele denken immer so drüber nach, ja, ich will erstmal nur zocken und hinterher sagen die Leute dann, ey, ich will streamen. Und ich denke, damit kann man da auch schon zumindest einsteigen. Und wenn man wirklich direkt denkt, ich will professionell starten, kann man wahrscheinlich auch dann den 3000er nehmen, der jetzt gerade im Angebot ist. Das wird dann auch erstmal die nächsten Jahre dann reichen. Aber was denkst du, wie viel Geld sollte man einplanen? Wenn man wirklich richtig lange Ruhe haben möchte und wirklich ein gutes System. Das ist immer schwierig, ne? Es hängt natürlich auch von deinen individuellen Anforderungen ab. Guck mal, ich spiele nur Counter-Strike. Ich spiele privat keine anderen Spiele. Und damit hätte ich auch, wenn ich ein System mit einem, von mir aus, wenn ich nicht streame, mit einem i5 12400F und einer RTX 3060 spiele, habe ich damit, solange Counter-Strike noch relevant ist, auf jeden Fall Ruhe. Ne? Das hängt immer von den individuellen Bedürfnissen ab, die man hat. Aber wenn man jetzt sagt, man will natürlich, man jagt den neuesten AAA-Titeln hinterher, dann kann man natürlich auch mit High-End gehen, wobei ich würde nie das Beste kaufen, weil das Beste ist ein paar Prozent schneller und deutlich teurer, sondern immer das, was ein bisschen drunter ist. Ne? Gerade bei den Nvidia-Grafikkarten sieht man es. Eigentlich ist eine RTX 3080 Ti, eine RTX 3090 mit
halben Videospeicher. Ja, das habe ich auch schon öfters erwähnt in den Videos. Also, ne? Das sind halt wirklich Enthusiasten, die sich dann die 3090 da reinballern, genau, und irgendwas Spezielles vorhaben. Das sind vorhaben. Die Leute, die sagen, mir ist es egal. Das ist ein bisschen, ich mache mal gerne den Vergleich zum Auto. Es gibt viele Leute, die stecken ja auch viel Geld gerne in ihre Autos rein. Ja? Und das sind wie die Leute, die sagen, mir ist jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis egal. Ich will einfach das Beste vom Besten und bin auch bereit, für die letzten paar Prozent mehr Leistung das Doppelte auszugeben. Ja gut, da muss man es aber auch auf der hohen Kante liegen haben. Also das macht ja kein normaler Gamer. Der jetzt wirklich da Bock drauf hat, klar, der gibt viel Geld aus, genauso also, wie im Auto, wie du schon was sagst. Was ich in meinem Discord an Setups gesehen habe, da kann ich aber Gegenteiliges berichten. Oha. Letztens erst einer mit einem 1000D. Oh. Ja. Oh, ja, und ich glaube, der hat für seinen PC 12.000 Euro ausgegeben. Wie bitte? Ja, ja. Wie schafft man es denn, 12.000 Euro für einen PC auszugeben? Custom Wasserkühlung, RTX 3090, 12.900K, 64 GB DDR5. Das geht schnell. Boah. Okay, das habe ich jetzt so noch nicht geschafft. Das ist schon krass. Das habe ich schon bei Hightech gesehen, aber so jetzt bei meinen Configs auf jeden Fall noch nicht. Aber apropos Config, was würdest du sagen bei Grafikkarten Nvidia oder AMD? Ist ein schwieriges Thema, weiß ich. Aber das würde ich doch ganz gerne mal wissen. Das ist wie immer die Antwort, it depends. Ja, das ist, guck mal, bei Grafikkarten ist ja auch schwierig. Das ist, hängt ja auch ganz viel jetzt zum Beispiel von der aktuellen Marktlage ab. Also gerade aktuell die Systeme, die jetzt im Angebot sind auf Dubaro, da würde ich mit den AMD-Grafikkartensystemen gehen, weil speziell Dubaro jetzt auch sehr gute Preise machen kann auf Grafikkarten. Wenn du aber beispielsweise sagst, zum Beispiel, mir ist Raytracing enorm wichtig, dann auf gar keinen Fall mit AMD gehen. Ja, aber sonst, also ich selbst bin Nvidia-Grafikkarten-Nutzer, das auch schon immer. Und wenn ich mal einen grafisch anspruchsvollen Titel spiele, dann nutze ich auch Raytracing und so weiter und so fort. Wobei ich finde, die AMD-Karten, die haben, also AMD wird immer besser in allen Bereichen und auch in Grafikkarten. Und deshalb ist die Antwort einfach, it depends. Ja, aber Raytracing schließt die AMD jetzt nicht völlig aus. Man kann mit AMD-Karten natürlich auch Raytracing nutzen. Halt nicht so effizient oder effektiv wie Nvidia. Schwierig. Also, selbst wenn du eine 6900 XT hast, ist das nicht das Gleiche, als wenn du halt mit einer 3090 spielst. Ich habe hier gerade eine 3090. Ich habe Dying Light 2 gespielt, ein bisschen. Und ja, das ist ein anderes Erlebnis. Das ist so krass anspruchsvoll. Ich habe Dying Light 1 nur gespielt. 2? Ja, Dying Light 2, wenn du das mit RTX On spielst, dann bist du selbst bei einer 3090 auf 4K höchsten Settings, bist du bei deinen 25, 30 FPS. Das heißt, du musst noch DLSS mit dazu nehmen. Also das ist ja diese Upscaling-Technologie von Nvidia, um überhaupt auf Frameraten über die 60 zu kommen. Doch, ja. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Was hältst du denn jetzt zum Beispiel von der 3050 oder von der 6500 XT? Die 6500 XT finde ich mittlerweile sehr gut. Die wurde am Anfang von der Community super negativ aufgenommen und auch ich habe meine Kritik daran gelassen. Ich habe ein Review dazu gemacht, weil einfach 4 GB VRAM, okay, von mir aus, ja klar, ist eine Einsteiger- oder Low-End-Grafikkarte. Einsteiger finde ich immer ein blöder Begriff. Und vor allem der nächste Punkt bei der Karte ist, dass sie eben nur über 4 Lanes angebunden ist. Ne? Und das heißt, wenn du ein älteres System damit aufrüstest und dann noch PCI Express 3.0 hast, hast du die Hälfte der Anbindung. Das ist natürlich blöd. Und da habe ich gesagt, die Karte wird wahrscheinlich auch nicht zur UVP angeboten werden. Weil die aber so negativ aufgenommen wurde, ist die ganz schön im Preis gedroppt. Du kriegst sie ja teilweise für 200 Euro. Und dann ist es wieder dafür eine echt gute Karte. Weil ich sage immer, es gibt keine schlechte Hardware. Es gibt nur schlechte Preise. Ne? Alles ist so gut wie das, was du dafür bezahlst. Ne? Und eine 3050 beispielsweise finde ich aktuell noch ein bisschen overpriced. Und wenn wir jetzt in Richtung Prozessoren gehen, wann würdest du sagen, zum Beispiel die 11er oder 12er Generation? Also die 12er Generation würde ich aktuell, wenn man vernünftig ist, tatsächlich nur kaufen, wenn es in Richtung High-End geht, irgendwas 12.700K, 12.900K. Und wenn es im Mid-Range-Bereich irgendwo ist, würde ich doch schauen, dass ich irgendwo einen 11.400F beispielsweise bekomme oder für einen Einstiegsbereich ist super interessant der i3 10105F, was aber hauptsächlich an den Boards liegt. Denn die Boards für die neue Generation sind halt noch relativ teuer. Das heißt, wenn du dir so eine Komplett-Kombo holen willst, CPU, Board, RAM und so weiter, dann bist du halt deutlich teurer, sodass die Leistung, die du mehr kriegst, den Aufpreis eigentlich nicht wirklich wert ist.
Das wird sich natürlich jetzt in Zukunft noch ändern. Das wird sich ändern, ja, ja, das wird sich ändern. Und bei AMD ist es so, die haben ja kürzlich erst ihre Preise auf die CPUs ein bisschen gesenkt in Summe. Ich habe jetzt gerade, weil ich ein Video mache, festgestellt, dass der 5800X tatsächlich so viel leistet, wie er auch performt. Der ordnet sich genau zwischen einem 5600X und einem, nicht 5600X, 12600K und einem 12700K ein. Das heißt, er performt im Prinzip so, wie er kostet. Ja gut, preis-leistungstechnisch auf jeden Fall. Das naja, ist, deshalb, aber sonst sind die AMD-CPUs aktuell nicht so interessant. Ich denke, dass AMD in Zukunft einfach jetzt ein bisschen wenn die was Neues rausbringen, auch ein bisschen was an den Preisen machen müssen, weil Intel hat auf seinem hohen Ross gesessen, dann irgendwann gemerkt, Moment mal, AMD hat uns eigentlich in sämtlichen Bereichen Preis-Leistung und auch High-End geschlagen. Ja, die haben gepennt, wir müssen wieder was tun. Genau, wir müssen wieder was tun. Jetzt hat Intel was getan, AMD hat sich aber eine gewisse Zeit lang ausgeruht und jetzt ist Intel wieder vorne. Es gibt auf jeden Fall einen guten Preiskampf. Wenn es AMD mal wieder neue rausbringt und eventuell sogar die Alder Lake-Generation wegschlägt, dann ja, auf jeden Fall. Werden da die Preise auch wieder droppen. Das ist klar. Die müssen halt auch mit interessanten Preisen reingehen. Wie ist das mit Luftkühlern und Wasserkühlern? Warum würdest du was verwenden? Also, die Sache ist, wenn ich jetzt ein System für mich baue, nehme ich eine AIO, weil ich mag das einfach auch, einen schönen PC zu haben, und ich finde, so eine AIO sieht einfach besser aus als ein Deka-Luftkühler. Wenn du aber jetzt sagst, zum Beispiel, du möchtest ein maximal leises System haben, würde ich einen dicken Luftkühler nehmen, einfach weil du halt eine Geräuschquelle, eine potenzielle Geräuschquelle, nämlich die Pumpe in dem Fall, eliminierst. Ne? Mhm. Wenn es jetzt um rein Leistung geht, es gibt dicke Luftkühler, mit denen kannst du dicke CPUs kühlen, ohne Probleme. Zum Beispiel der Deepcool Assassin 3 oder der Noctua NHD, ich weiß gar nicht, NHD 15. Oder ja, ja, doch. Heißt der NHD oder NDH? Ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher. Ja, NHD 15, ja. Das sind dicke Luftkühler, mit denen kannst du auch dicke CPUs kühlen, ohne Probleme. Ich persönlich finde nur, dass das einfach nichts aussieht, ne? Ja, gut, klar. Wenn du jetzt so ein Dark Ops 4 auch da reinprügelst oder was, dann hast du einfach nur einen schwarzen Block da drin und keine Beleuchtung und nichts, ne? Und beispielsweise, du könntest für einen günstigen Prozessor, würde ich grundsätzlich mit einem Luftkühler gehen, also so ein 11400F beispielsweise oder auch ein 5600X, da kannst du beispielsweise ein Be Quiet Pure Rock 3 nehmen. Oder wenn es ganz günstig sein soll, ist meine Empfehlung immer noch der LCCC 120. Den gibt es in der RGB-Variante und in der Non-RGB-Variante. In der Non-RGB-Variante kostet 20 Euro. Kann man durchaus nehmen. Ne? Da würde ich aber immer mit einem Luftkühler gehen und ab, ich sag mal, irgendwie Richtung i5, 12600K bis i9 auf jeden Fall eine AIO. Ja, wir hatten jetzt nämlich das Thema auch bei dem Kreativecke 2000. Da ist der Ryzen 5800X drin. Und da haben wir eine Corsair Hydro IQ H100i RGB Pro XT. Ich habe den 5800er ja selber. Ich kühle den mit einer 360er AIO. Jetzt ist natürlich das Thema, hier ist eine 240er drin. Wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Weil ich habe, wenn ich jetzt, sage ich mal, render und wirklich den auslaste, schon so 80 Grad bis 85 Grad. Wie denkst du, wird da die Wasserkühlung dann performen, wenn es nur eine 240er ist bei dem gleichen Prozessor? Ja, ich bin tatsächlich dazu gekommen, weil ich aktuell ein Testsystem betreibe mit genau der CPU und einer 240er AIO. Tatsächlich auch genau diese AIO. Und ich sag mal, ich habe jetzt keine Render-Benchmarks gemacht. Das habe ich in dem Fall tatsächlich nicht gemacht. Kommt drauf an, wenn du irgendwas mit wie Cinebench mit AVX machst und so, kann es sein, dass sich die CPU ein bisschen mehr genehmigt. Aber der 5800X, der genehmigt sich nie über 150 Watt. So. Und dafür ist eine 240er AIO aus meiner Sicht völlig ausreichend. Ich habe nie über 75 Grad gehabt. Aber es kann natürlich sein, dass es auch mal in die 80 Grad geht, was aber immer noch nicht zum Throtteln führt. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Ja, gut, das stimmt natürlich. Für den normalen Gamer ist es wahrscheinlich auch uninteressant. Ich wäre persönlich natürlich auf eine 360er gegangen. Aber ja, fürs Zocken alleine reicht das. Aber denkt dran, wenn ihr jetzt irgendwie rendern wollt oder so, geht vielleicht wirklich auf eine 360er. Das würde ich euch jetzt so empfehlen. Das könnte man sich überlegen. Da kann man sogar auch gucken, wenn man das jetzt direkt im Shop machen möchte, auf was man da gehen könnte. Ich gehe gerade mal in den Konfigurator rein. So, wo haben wir das denn hier? Im Konfigurator findet man da überhaupt 360er AIOs? Ja, findet man tatsächlich. Man würde, die nächste wäre jetzt mit einem Aufpreis von 34,90, die IQ H150i RGB Pro XT. Also ja, muss man sich halt überlegen, ob es einem das wert ist. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar zum Kreativecke 1400. Klar, ist ein günstiges System, vor allen Dingen Kombination Prozessor und Grafikkarte.
Warum nur eine 500 GB SSD? Finde ich ein bisschen schwierig, weil, wenn man jetzt Windows, Discord-Treiber und so weiter installiert und dann zum Beispiel ARK Survival Evolved, dann ist man gerne mal ausgelastet, was das angeht. Dann ist man ausgelastet, ja. Tatsächlich haben wir diese Diskussion oft auch mit Dubaro. Die Sache ist halt, manchmal ist es so, dass die Preise auf Dubaro sind natürlich so kalkuliert. Die haben einen gewissen Gewinn daran natürlich, ja. Das muss ja auch so sein bei einem Systemintegrator. Dann kriege ich immer noch natürlich einen Teil dafür, weil ich Partner bin und die Systeme bewerbe und konfiguriere. Und dann sind die Systeme manchmal so konfiguriert, dass wenn du zum Beispiel eine 1 TB SSD nimmst, der PC dann irgendwie 30 oder 40 Euro teurer ist. Und da sagt Dubaro immer, wir mögen das nicht so, wenn der PC zum Beispiel, sagen wir mal, 1429 Euro kostet. Wir wollen glatte Beträge. Und dann geht man mit der SSD im Speicher runter und sagt sich, naja, gut, wenn jetzt jemand mehr Speicher braucht, dann kann er sich das ja auch im Nachhinein noch reinkonfigurieren. Aber ja, ich bin da eigentlich bei dir. 500 GB finde ich ein bisschen knapp. Also ich würde auf jeden Fall zumindest noch eine HDD oder so mitnehmen und direkt auf 1 TB gehen. Lasst es euch den Fuffi oder was mehr kosten. Das ist halt so mein Standpunkt. Ja, eine HDD, eine zusätzliche, also wenn du jetzt eine normale Festplatte nimmst, ich guck mal, da wärst du bei 40 Euro Aufpreis. Da hast du nochmal zusätzlich ein Datengrab. Ja, das würde ich dann nehmen. Oder direkt 2 TB. Konfigurierst du direkt noch eine SSD, also eine 1 TB SSD rein, dann bist du bei, ja, 39. Würde ich aber auf jeden Fall so machen. Lasst es euch gesagt sein, Leute. Ihr ärgert euch später. Wenn ihr da irgendwas installieren wollt und dann sagt, der Speicher ist voll. Das nervt nur und macht direkt 1 TB. Als Mac-User weiß ich, wie ärgerlich das ist, ja. Aber wo wir gerade auch bei Dubaro sind mit der Peripherie, was würdest du da empfehlen? Die bieten ja so ein paar Sachen an. Was würdest du dazu sagen? Die haben ja Monitore, so, Tastaturen, Mäuse. Ehrliche Antwort, nichts. Okay. Peripherie würde ich auf Dubaro nicht kaufen. Lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Wenn man jetzt sagt, man will einen Monitor, dann vielleicht noch den LC Power LCM24 FHD 165. Den habe ich auch schon mal getestet. Das ist für den Preis wirklich kein schlechter Full HD 104, oder in dem Fall 165 Hertz Monitor, rund 180 Euro, der ist okay. Rest würde ich nicht empfehlen, da zu kaufen, macht halt keinen Sinn, auch wenn Dubaro mein Partner ist. Entsprechendes auch mit Tastaturen, da gibt es also auch eigentlich kaum was ich empfehlen kann, außer vielleicht die Skiller SGK 3, die ist gut, aber bei Dubaro wiederum 5 Euro zu teuer. Warum soll man also 5 Euro mehr für eine Tastatur ausgeben, die man halt 5 Euro günstiger auf Amazon, wenn man Prime-Kunde ist, sogar mit kostenlosem Versand kriegt, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, sicher. Und die Mäuse, also ehrliche Antwort, sind alle Schmutz aus meiner Sicht, die Dubaro hat. Muss man halt wirklich sagen, Dubaro ist ja auch ein Systemintegrator und kein Reseller für Peripherie. Ne? Und die kennen sich vielleicht in dem Bereich auch nicht so gut aus. Die Mäuse, die verkaufen, sind einfach nicht gut, objektiv betrachtet. Und dann haben sie sowieso nur ein Headset und das würde ich auch nicht empfehlen. Was würdest du denn empfehlen, wenn es jetzt nach dir ginge? Du hast jetzt das System, sagen wir wirklich mal den 2000er. Ja. Also ich hab irgendwie ja auch schon mal, als wir miteinander gesprochen haben, gesagt, bei Peripherie, das ist immer was ganz Individuelles. Bei Monitor ist es schon so, dass man sagen kann, versucht einen Monitor zu kaufen, mit dem ihr eure Grafikkarte nicht bottleneckt. Rein technisch könnt ihr natürlich nicht eure Grafikkarte bottlenecken mit einem Monitor, aber was ich damit meine ist, wenn ihr euch einen Full HD 144 Hertz, 165 Hertz Monitor holt und beispielsweise eine 6800 XT habt, dann könnt ihr das, was eure Grafikkarte kann, gar nicht auf dem Bild wiedergeben. Da würde ich vielleicht tatsächlich mit sowas wie einem Gigabyte M27Q gehen. Das ist ein 170 Hertz IPS WQHD Monitor. Der ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut für den Preis. Kriegt man schon ungefähr ab 350 Euro. Ist natürlich viel Geld, aber wäre ein Monitor aus meiner Sicht, der Sinn macht. Bei der restlichen Peripherie, das ist super individuell. Ne? Es gibt Leute, die mögen Rubberdome-Tastaturen, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ja, hier du magst einer. Ja Rubberdome lieber, ja. Beispielsweise. Ja, ja. Ich persönlich rate immer zu einer mechanischen Tastatur, wenn es günstig sein soll, zum Beispiel sowas wie eine Shakun SGK 3. Ja? Wenn du ein bisschen mehr ausgeben willst, kannst du dir darüber Gedanken machen, ob du vielleicht mit einer, keine Ahnung, Corsair K70 TKL gehst oder einer Corsair K70 für ein bisschen Aufpreis. Und wenn es total High-End sein soll, eine Corsair K100. Oder du bist so verrückt und fängst an, Tastaturen selbst zu bauen, wie ich beispielsweise, dann gibst du jenseits der 400 Euro für eine Tastatur aus. Das ist super individuell. Ja, also 400 Euro sind wirklich individuell. Das muss man schon sagen. Das ist, ja, eine richtig. Tastatur, das ist krass, ja.
Und bei Mäusen ist es auch individuell, ne? Weil jeder hat eine andere Handgröße. Jeder bevorzugt auch andere Mäuse. Es gibt Leute, die spielen MMOs beispielsweise, die haben ganz andere Anforderungen als eine Maus, als Leute, die mit einer FPS-Maus spielen beispielsweise. Ne? Das ist halt so individuell. Ich sag, meine Empfehlung für Shooter aktuell ist die Corsair Saber. Einfach weil es technisch gesehen eine super Maus ist. Der Sensor ist flawless. Nur wenn dir die Shape bei der Maus nicht passt, ist es auch wiederum nicht die richtige Maus für dich. Ne? Und beim Headset ist es wiederum auch so eine Sache. Es gibt Leute, die sagen beispielsweise, ich bevorzuge Kopfhörer über Headsets. Ich nutze selbst ja auch beispielsweise die Beyerdynamic DT990 Pro. Aber wenn ich im Studio unterwegs bin, rumlaufe, nutze ich ein Arctis Pro Wireless. Ne? Das heißt, das ist super individuell. Da einfach mal vielleicht Einzelreviews gucken von Geräten und gucken, ob das vielleicht passt für den einen oder anderen oder nicht. Oder einfach mal in den Laden gehen, wenn es um Mäuse geht, zum Beispiel einfach mal die Hand drauflegen. Dann könnt ihr jetzt sagen, okay, ich habe da jetzt eine Bank von 20 Mäusen, dann packt ihr da eure Hand so drauf und dann merkt ihr, oh ja, die liegt mir gut und dann pickt ihr euch so 3 Stück raus und dann guckt ihr online mal einfach mal ein paar Reviews und dann wisst ihr direkt, welche Maus ihr nehmen könntet. Pass auf, sind wir mal ehrlich, die meisten werden ja nicht sich zum ersten Mal eine Maus kaufen. Ja? Und wenn jemand sagt, ich bin mit der Maus, die ich ja hier gerade habe, super klar gekommen, nur die gibt es halt leider nicht mehr und die ist jetzt auch so ein bisschen abgeranzt, ich hätte gern was Neues, dann guckt man einfach, dass man sich eine Maus holt mit einer ähnlichen Shape, die halt einen zeitgemäßen Sensor hat. Weil die meisten aktuellen Mäuse ab 30, 40 Euro, die du von einem namhaften Hersteller kaufen kannst aktuell, sind alle auf einem Stand, wo man sagen kann, technisch gibt es da nicht mehr viel zu bemängeln. Ja, die sind ja auch alle topmodern. Vor allen Dingen in den Preisklassen, sage ich jetzt mal so, ab 50 Euro auf jeden Fall. Du hattest früher ganz viele Probleme mit Mausbeschleunigung und all so ein Kram. Ja, Lasersensoren noch, das hast du heute alles nicht mehr. Dann hätte ich noch eine Sache. Das spreche ich sehr oft in meinen Videos an und viele fragen immer, warum ist das so? Dubaro packt gerne Bulgard Internet Security bei den PCs. Ja, da lachst du selber, ne? Da merkst du schon, also es ist nicht nur Dubaro, machen andere auch. Ja, ich sage immer, Bulgard Internet Security muss nicht unbedingt sein. Der Windows Defender, der macht eigentlich einen guten Job. Was sagst du dazu? Ich habe ja auch schon mal in einer Folge kreative Fragen gesagt, du brauchst kein Antivirenprogramm mehr. Das ist halt einfach so, weil der Windows Defender, das kannst du sogar, es gibt eine Seite, die testet nur Antivirenprogramme und der Windows Defender kann mithalten mit den besten Antivirenprogrammen da draußen. Die Sache ist halt, ich kann mir vorstellen, dass Dubaro irgendwie, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, das ist eine Frage, die müsste ich jetzt die auch fragen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die halt ein paar Lizenzen kostenlos einfach von denen zur Verfügung gestellt bekommen, weil die natürlich Werbung machen für sich und eine gute Werbemaßnahme ist immer zu sagen, ey, das gibt's kostenlos obendrauf, ja, das heißt, das Logo ist zu sehen, das kann ich mir vorstellen, bin mir da aber auch nicht sicher. Ja gut, okay, da haben wir das auch geklärt. Das wäre es auch eigentlich schon soweit. Das waren eigentlich so die grundlegenden Fragen, die ich so hatte. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon gehalten habt, von diesem kleinen, ich sag mal, Interview, dass ihr vielleicht... Boah, ich glaube, das ging jetzt sogar länger als gedacht. Ne? Ja, ja, das ist schon ganz ordentlich. Wow. Und ich kann auch nicht viel schneiden, weil halt wirklich die Antworten... Alter Schwede, das hatte alles Hand und Fuß soweit, ne? Ich mal so sagen. Schreibt mal ruhig in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Und... ihr euch das vielleicht irgendwie öfter wünscht, wenn ich jetzt mal Dubaro-Systeme, speziell, sag ich mal, von Kreativecke habe, dass er vielleicht genau zu dem System noch was sagt. Und ein Däumchen nach oben wäre nicht schlecht, abonniert den Kanal. Was deine Zuschauer vielleicht auch in die Kommentare schreiben sollten. Was denn? Ob sie Bock darauf haben, dass du mal so ein System testest, weil vielleicht kann ich mal mit denen sprechen. Ich meine, immerhin sind das ja auch meine gemachten Konfigurationen und vielleicht sagen Dubaro, okay, dem schicken wir mal einen. Das wäre natürlich geil. Da könnten wir wirklich mal drüber sprechen. Also schreibt es mal ruhig in die Kommentare rein. Vielleicht mache ich sogar noch eine Umfrage bei YouTube. Wenn ihr da Bock drauf habt und er mir das jetzt auch so anbietet, könnten wir das eigentlich mal machen, klar. Warum nicht? Ja, warum nicht, ne? Das wäre eine super Nummer, auf jeden Fall. Geil, ja. Das ist doch was Feines. Das ist mal was Neues dann auf dem Kanal. Dann haben wir das direkt mal auf dem Tisch stehen. Wir können gucken, wie das Kabelmanagement ist. Wir können schauen, wie die FPS-Daten sind. Sonst nehme ich ja immer diese anderen YouTube-Videos von anderen YouTubern. Da können wir dann wirklich mal richtig schön messen. Wäre nicht schlecht. Suchen wir uns mal einen raus und dann schauen wir mal. Gut, dann gut. Vielen Dank. Jetzt muss ich nochmal den Abspann machen. Vielen Dank dafür. Kein Problem.